Hallo, liebe Leute, und herzlich Hallo. willkommen zu Nerd von Medizin. Ihr fragt euch, was ist denn das schon wieder? Und es ist das, was sich ganz viele Leute gewünscht haben, denn unser letztes Video mit dem Klaus zum Winter is Coming, zum De Winter sein, war unfassbar beliebt und ganz, ganz viele positive Kommentare. Vielen Dank dafür. Danke auch, Klaus, dass du das überhaupt gemacht hast. Gerne. Vielen Dank für das viele positive Feedback. Aber ihr könnt uns gern noch mehr EKGs schicken. Wir haben schon ein paar bekommen, auch was zurückgeschickt, aber schickt uns gern noch ein paar lustige EKGs. Damit halte ich schon die Klappe, denn ich freue mich auf das Thema des heutigen Videos, nämlich Posterior-Infarkt. Hä? Was denn das? Posterior-Infarkt ist ein Infarkt-Äquivalent, also ein STEMI-Äquivalent, was direkt kathetert gehört und es ist gar nicht so leicht zu erkennen. Ich habe ein EKG mitgebracht, das sehen wir jetzt und sehen ja einen Sinusrhythmus. Und was am meisten ins Auge sticht, sind sehr hohe R-Zacken hier in V1, 2 bei einem angedeuteten Rechtsschenkelblock und diese ST-Senkungen deszendierend, die in eine ganz tiefe negative T-Welle übergehen. Und Notfall-EKG-Befundung ist auch Mustererkennung und das ist ein klassisches Muster, was ich euch jetzt in den nächsten EKGs etwas näher bringen will. Wenn wir so etwas sehen, hier in V1 bis 3 mit dieser ST-Senkung und ein passendes klinisches Bild haben, also Patient mit ACS, dann gäbe es die Möglichkeit, dass diese ST-Senkung Zeichen einer Ischämie ist, also einer Mangeldurchblutung, zum Beispiel bei einer Riva-Stenose, oder aber diese ST-Senkung ist tatsächlich spiegelbildlich zu einer Hebung, entweder lateral oder inferior, die wir in den anderen Ableitungen manchmal sehen, manchmal aber auch nicht sehen. Also mein Postulat ist, das ist ein Posterior-Infarkt mit diesem typischen Muster. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Ableitungen an, ob die uns helfen. Wir sehen in 2, 3 und AVF jetzt keine richtigen STEMI-definierenden Hebungen. Was auffällt, ist, dass doch hohe T-Wellen 2, 3 AVF da sind im Vergleich zur R-Zacke. Und auch da schauen wir wieder kontralateral, das ist 1 und AVL, dass da eine ST-Senkung da ist. Also allein dieses Bild finde ich jetzt schon beweisend dafür, dass es sich um einen Posterior-Infarkt handelt. Sehr häufig hilft einem dann noch die erweiterten hinteren Ableitungen V7 bis 9 zu schreiben. Das haben wir bei dem EKG auch gemacht. Und leider sieht man da wieder das gleiche Bild, was wir inferior hatten, mit diesen unwahrscheinlich hohen T-Wellen, letztendlich Erstickungstes entsprechend, aber nicht die klassischen Hebungen, wo man einen eindeutigen STEMI draus machen könnte. Dann gibt es einen uralten Trick, den ich euch auch noch weitergeben will, und zwar das EKG, dieses quasi an der oberen Achse umzudrehen und von hinten anzuschauen. Und dann werden aus den hohen R-Zacken in V1 bis 3 auf einmal Q-Zacken und aus den ST-Senkungen und negativen Ts auf einmal klassische STEMI-Hebungen und hohe Ts. Das ist einer der Tricks, wie man eben den posterioren Infarkt erkennen kann. Und meist findet man den posterioren Infarkt aber nicht isoliert, wie bei diesem ersten EKG-Beispiel, sondern im Zusammenhang mit Hebungen inferior, lateral, ja. Und hier wieder unser typisches Posterior-Infarktmuster. Nicht so hohe R-Zacken hier, aber eindeutig diese deszendierenden, massiven Senkungen V1 bis 2, die in negative Ts übergehen. Und dann habe ich nochmal ein EKG mitgebracht. Auch da sieht das geschulte Auge jetzt schon, hier, diese Senkung hier ist ein Posterior-Infarkt. Wenn wir inferior anschauen, 2, 3, AVF, dann haben wir auch da
vielleicht das Gefühl, dass da die ST-Strecke ein bisschen hoch geht oder die T-Welle betont ist, aber so etwas Eindeutiges haben wir nicht. Und bei diesen Patienten hat man jetzt aber zum Beispiel in den Zusatzableitungen V7 bis 9 eindeutig eben die ST-Hebung gesehen. Zusammenfassend, der posterior Infarkt ist ein STEMI-Äquivalent, was man kennen muss. Die Mustererkennung ist hier sehr wichtig und gehört sofort ins Chorolabor. Ja, das war's für dieses Mal. Schreibt uns, meldet uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!